Also irgendwie sehe ich albern auf dem Bild. Absolut nicht. Alle Leute, die das Bild sehen, sagen, wo kommt sie her, aus Monte Carlo? Ich finde, da sehe ich aus wie Mae West. Hey, ich wollte einen weißen Spot. Das ist kein Strip-Lokal. Sind wir schon ausverkauft für heute Nacht? Keine Ahnung, das will ich gar nicht wissen. Die ganze Stadt ist voller Handzettel. Eigentlich müssten uns die Leute die Bude einrennen. Genau das wird auch passieren. Hallo? Ich bin's, Gina. Ich wollte mich nur vergewissern, dass du nicht irgendwo in einem Schneesturm festsitzt. Lass dich jetzt nur nicht verrückt machen. Versuch zu meditieren. Das kann ich nicht. Das erinnert mich zu sehr an Singen. Könntest du nicht vorbeikommen und wir zwei gehen dann noch ein paar Schritte? Was meinst du? Du bist der Boss. Bin auf dem Weg. Hallo. Sie sind die Stimme von Gina Timmons. Ich bin die Stimme der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit. Mir geht's hundeelend. Was soll das heißen? Ich hab's versucht. Und jetzt schaff ich's einfach nicht mehr. Ich hab solche Angst. Weshalb denn? Das wissen Sie doch. Ich habe Angst, die Kontrolle über mich zu verlieren. Was ist passiert? Mason, ich habe mir eingebildet, ich hätte das Trinken unter Kontrolle und ich würde nie wieder in Versuchung geraten. Ich dachte wirklich, ich hätte dieses Kapitel abgeschlossen, aber jetzt weiß ich nicht, wie lange ich noch durchhalte. Lisa, Sie müssen einfach durchhalten, Sie schaffen es. Hören Sie, ich weiß einfach nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Ich fühle mich furchtbar, Mason. Lisa, legen Sie nicht auf. Sagen Sie mir die Nummer Ihres Betreuers. Lisa. Lisa, dann sagen Sie mir wenigstens, wo Sie jetzt sind. Lisa! Hat sie wieder getrunken? Sag schon. Nein, hat sie nicht. Allerdings ist sie kurz davor. Und das Problem ist, dass ich nicht weiß, wo sie ist. Mason, was du vorhast, ist sehr anständig. Nur über eines solltest du dir im Klaren sein. Du kannst versuchen, ihr zu helfen. Aber das funktioniert nur, wenn sie deine Hilfe auch wirklich will. Hör zu. Alle diese Meetings und Slogans sind doch absolut sinnlos, wenn wir nicht bereit sind, den anderen in solchen Situationen beizustehen. Und das werde ich wenigstens versuchen. Finden Sie nicht, dass es jetzt ein bisschen spät dafür ist, die Betten zu machen? Tut mir leid, Sir. Ich dachte nicht, dass ich Sie stören würde. Hatte ich das gesagt? Ich wollte doch bloß die Bezüge, die Kopfkissenbezüge auswechseln. Die sind doch sauber. Oh nein, nein, Madame würde Ihnen nie zustimmen. Na gut, wenn's unbedingt sein muss. Meinetwegen. Sie brauchen ja Madame nichts davon zu sagen. Wieso? Ist meine Frau ein Tyrann? Oh nein, nein, natürlich nicht. Gut. Denn ich glaube, sie weiß ihren Fleiß sehr zu schätzen, oder sehe ich das falsch? Nein, Sir. Tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe. Stören? Wie kommen Sie darauf? Da sind Sie ja wieder. Hallo, setzen Sie sich. Danke. Wo kommen Sie denn her? Vom Joggen, wenn Sie es genau wissen wollen. Und ich bin etwas erschöpft. Ich hasse Jogging. Ich habe nur das getan, was einem heutzutage die meisten Ärzte empfehlen. Also was das Joggen angeht, habe ich noch nie sehr viel davon gehalten. Meine Frau hält sehr viel davon. Also was soll ich machen? Und wenn ich das richtig sehe, halten Sie auch nichts davon, während der Schwangerschaft keinen Alkohol zu trinken.
Das kommt drauf an, würde ich sagen. Wanda hat mir versichert, dass das, was ich hier trinke, sehr gesund ist, sehr vitaminreich und höchstens 40% hat. Hier. Oh, ja, danke. Schmeckt wie Babynahrung mit Eiswürfeln. Ja, genau. Hallo, ich weiß, wie spät es ist. Ich komme direkt vom Job. Sie doch einen Platz. Danke. Das Problem ist, dass sie zwar ständig ihre Zeiten verbessert, aber trotzdem zu jeder Verabredung zu spät kommt. Hallo. Was darf sein, etwas, womit ich meinen Mann vergiften kann? Also, ich würde sagen, wir probieren ihren neuen Cocktail. Ah, mein Cocktail findet Anklang. Er heißt Shirley Temple des Verderbens. Cocktails sollten gefährlich klingen, sonst bestellt sie niemand. Heather, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Ethan hat mir von dem Unfall erzählt. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Ja, Gott sei Dank. So, da sind Ihre Drinks. Es ging ja schnell. Ja, ich habe langsam Routine. Sie wissen doch, dass Gina hier heute Abend auftritt. Das findet heute schon statt. Ich habe die Anzeigen gesehen. Ja, sicher. Sie kommen doch hoffentlich. Ich kann Ihnen nur raten, rechtzeitig hier zu sein. Es wird mit Sicherheit frech. Ich hätte Lust. Was meinst du? Vielleicht hat Heather auch Lust und schließt sich uns an. Oh, nein, ich weiß wirklich nicht, ob ich glatt vergessen in der Eile. Das ist kein Problem. Passen Sie gut auf. Achtung. Oh, wie haben Sie denn das gemacht? Die Hand ist schneller als das Auge. Mehr darf ich nicht verraten. Das ist genau wie in der Politik. Sie wollen das eine und kriegen das andere. Tja, nichts klappt eben hundertprozentig. Oh, das ist es. Wie wär's, wenn Sie heute Abend in unserem Vorprogramm auftreten? Sagen wir als zaubernder Staatsanwalt. Wieso denn nicht? Ist doch eine gute Idee. Ich wäre sehr dafür. Oh. Rick, bist du noch auf? Ja, ich bin hier oben im Schlafzimmer. Kann ich dich mal kurz sprechen? Ich war gerade im Begriff, ein Bad zu nehmen. Sag mir, wann er wiederkommt. Hey, bist du verrückt? Das ist unsere einzige Chance. Hier ist der Safe nicht, das weiß ich. Wo hebt sie denn ihren Schmuck auf? Keine Ahnung, vielleicht hat sie ein Bankschließfach. Wir müssen den Ring finden, den die Frau im blauen Mercedes getragen hat. Was ist denn das? Was denn? Ein doppelter Boden. Na und? Da ist doch nur Wäsche drin. Nicht nur, sieh dir das hier an. Denkst du? Das ist eine Arztrechnung. Ein bisschen eigenartig für eine Arztrechnung, aber... Dr. Gustav Santal, das ist der 2. November, das war letztes Jahr. Februar, die schreiben das hier andersherum. Aha. Bleib hinter der Tür und verhalte dich ganz ruhig, okay? Ja, du musst ihn ablenken. Also irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl bei diesen... Nancy, sagen Sie mal, wieso finde ich Sie und Beth eigentlich ständig in unserem Schlafzimmer? Ich dachte, ich hätte Sherrys Decke hier vergessen, die gelbe. Hier ist die Decke nicht, okay? Fragen Sie doch Bess. Sie hat doch Talent, ständig die Sachen zu verlegen. Werde ich. Ja, ich werde sie gleich fragen. Tun Sie das. Das gibt's doch nicht. Meine eigene Frau fragt mich aus, als wäre ich ein Taschendieb. Ich wiederhole nur die Fragen, die Monsieur Vachon gestellt hat. Monsieur Vachon ist hier nirgendwo zu sehen, oder siehst du ihn? Du weißt, dass er Vaters Freund war und dass er jetzt seinen Nachlass regelt. Und deswegen hat er das Recht zu entscheiden, was mit dem Geld passiert. Er wird ein Sperrkonto eröffnen und wir gehen leer aus. Wenn Charisse volljährig ist, wird sie über das Geld verfügen. Na toll. Das ist frühestens in 20 Jahren. Hervorragend, wunderbar. Denkt ihr, wir spielen Roulette mit der Zukunft unserer Tochter? Nein, natürlich denkt er das nicht. Aber er ist ein sehr vorsichtiger Mann und er weiß, dass du spekuliert hast. Ich habe investiert, Hollis, nicht spekuliert. Monsieur Vachon möchte, dass du diese Papiere ausfüllst. Er will eine Aufstellung deiner Investitionen. Wenn du dich weigerst, werde ich es an deiner Stelle tun. Hast du nie daran gedacht, dass dein Freund Vachon das Geld nur deshalb selber anlegen will, weil er es auf diese Weise leichter in seine eigene Tasche wirtschaften kann? Das wird er nicht. Mein Vater hat ihm vertraut. Wieso sollte ich kein Vertrauen zu ihm haben? Ich soll also daneben stehen und zusehen, wie dieser Parasit sich bereichert? Nein. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Es ist schließlich immer noch dein Geld, nicht meins. Es gehört uns beiden und unserem Baby. Wenn wir uns jetzt in Zukunft wegen dieses Geldes nur noch streiten, dann würde ich es lieber auf der Stelle verbrennen. Was für Investitionen reden Sie? Ich weiß gar nicht, in was Sie investiert haben. Es war ein Fehler, dich danach zu fragen. Es interessiert mich wirklich nicht. Tja. Ich habe den Eindruck, dass du mir nicht traust, Hollis. Du erinnerst mich an meinen Bruder. Der ist genauso. Hör zu.
Ich vertraue dir, Rick. Und ich liebe dich sehr. Gut, dann werden wir Vachon einfach ein paar hunderttausend Francs überlassen, okay? So ist es vielleicht am besten. Ja, und ich sag ihm, es war deine Idee. Was hältst du davon, deinen Bruder anzurufen und zum Essen einzuladen? Für wann? Das musst du entscheiden. Eigentlich will ich ihn gar nicht einladen. Du weißt doch, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Mama sagte, die beste Gelegenheit, sich zu versöhnen, ist ein gelungenes Menü. Und deshalb sollten wir Cruz einladen. Zeigen wir ihm doch, was für ein schönes Leben wir hier führen. Das soll er euren Verwandten erzählen und seiner Millionärsfrau. Hm? Und wenn er hier ist, um zu spionieren, dann finde ich, sollten wir ihm genau das zeigen, was er sehen will. Du musst ihn, verstehst du? Ändern. Sie hätte mir doch wirklich sagen können, wo sie ist. Warte mal. Was ist das? So eine Art Tagebuch. Nein, es sind überwiegend Gedichte. Lisa schreibt Gedichte? Gefangen bin ich wie in einem Traum und jeder Schritt führt tiefer in mich hinein. Ich möchte schreien, möchte rufen, doch hier ist niemand, der mich hört. Mason, wir haben kein Recht, das zu lesen. Darum geht's nicht. Es geht darum, einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort zu finden. Aber solche Gedichte sind etwas sehr Persönliches. Was? Hier ist die letzte Eintragung, datiert auf heute. Niemand kam, sie nennen es Hafen. Hafen an der Sonnenküste. Die Luft ist aus Eis, die Wand aus Granit. Ihr Ruf nach Hilfe von den Steinen erstickt. Oft hört sie Schritte in ihrem Wahn, aber niemand war da. Und niemand kam. Da fällt mir was ein. Was denn? Ich glaube, es gibt da ein Motel. Das heißt Suncoast Haven. Zeig doch mal her. Mein Mann und ich hätten gern noch eine Flasche Champagner. Wer ist da? Lisa, sind Sie das? Oh, gehen Sie, Mason. Lisa, geht's Ihnen gut? Oh, mein Gott. Mir geht's gut. Wir fahren Sie nach Hause. Das brauchen Sie nicht. Sagen Sie, wie haben Sie mich überhaupt gefunden? Wir sind ziemlich gute Detektive. Kein Mensch wusste, wo ich bin. Niemand konnte es wissen. Sie haben gar nichts getrunken? Nein, das habe ich nicht. Mason, was tut er da? Er sucht nach leeren Flaschen, aber es gibt keine leeren Flaschen. Dann haben Sie ja gar nicht getrunken. Nein, bis jetzt nicht. Ist das nicht die eigentliche Idee des Programms? Dass niemand mit einer Flasche allein gelassen werden darf? Unter gar keinen Umständen? Was halten Sie davon, wenn ich uns allen einen Kaffee hole? Gegenüber ist ein Imbiss. Ich bin gleich wieder zurück. Ich habe Sie nicht angerufen, damit Sie mich retten. Ach, wirklich nicht? Was ist passiert? Oh, ich weiß es nicht. Natürlich wissen Sie es. Das hier ist so etwas wie eine Mutprobe, richtig? Wieso sollte ich so etwas denn tun? Keine Ahnung, vielleicht als so eine Art Test. Sie wollten herausfinden, wie weit Sie gehen können. Sie spielen russisches Roulette. Ich kenne das sehr gut. Was ist dir passiert, Lisa? Heute Nacht? Gar nichts. Ich bin vor langer Zeit hier gewesen als Teenager, auf einer sentimentalen Reise.
Ich hatte meinen ersten Absturz und mein erstes Blackout hier in diesem Zimmer. Ja, ich freue mich über die Einladung, Collies, aber ich fürchte, morgen, da geht es wirklich nicht. Denkst du nicht, dass es heute Abend ein bisschen zu spät wird? Wirklich? Du meinst, alle Leute hier in Paris essen so spät? Nicht zu fassen. Ja, mach ich. Ich werde da sein. Danke. Ich muss Sie versetzen, aber meine Schwägerin besteht darauf, dass ich heute Abend zu ihr zum Essen komme. Entschuldigen Sie. Nicht doch, ich bitte Sie. Familienverpflichtungen haben Vorrang, auch hier. Ich würde Sie gerne etwas fragen, Claude. Das heißt, dass die Bewohner dieser Stadt nicht besonders höflich sind. Nur ich fürchte, ich bin wesentlich unhöflicher als die meisten. Das Gerücht haben wir in die Welt gesetzt, um die Touristen abzuschrecken. Es scheint nicht ganz zu funktionieren. Nein, aber es hat eine erzieherische Wirkung. Na, jedenfalls hat Ihre Kooperation mir sehr geholfen. Das war wie in alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Aber sehr viel konnte ich gar nicht für Sie tun, mein Freund. Und wir interessieren uns auch für diesen Fall, das wissen Sie doch. Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir schon dabei sind, da ist etwas, was ich gerne wissen würde. Diese Rechnung von einem gewissen Dr. Gustave Santal ist im Schlafzimmer meines Bruders versteckt worden. Der Name ist uns nicht ganz unbekannt. Ich werde der Sache nachgehen. Das wäre schön. Sie verlassen Paris nicht ohne Ihre Tochter, mein Freund, wenn sie tatsächlich hier ist. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Ihrem Abendessen. Danke. Au revoir. Au revoir. Hören Sie, Marie hat heute Abend frei, also habe ich selber gekocht. Ein leichtes, bekömmliches Essen, weil es schon relativ spät ist. Sie wissen, dass mein Mann größten Wert darauf legt, dass alles perfekt abläuft. Ich würde Sie also bitten, Nancy, dass Sie Beth heute Abend ausnahmsweise beim Servieren zur Hand gehen. Dass ich Ihnen das extra bezahle, versteht sich von selbst. Sicher, Madame. Bestens. Sie beide wissen ja bereits, wen wir erwarten. Es ist Ricks Bruder aus Kalifornien. Er ist mit einer Frau verheiratet, die angeblich sehr intelligent und sehr schön sein soll. Aber sie soll auch etwas eigenwillig sein und eine ziemlich schlampige Hausfrau. Also werden wir ihm heute Abend demonstrieren, wie schön es ist, einen wohlorganisierten Haushalt zu haben. Sole mio, auf Wiedersehen. Komm bloß nicht wieder, sonst werde ich gehen. Hey, nein, der Text ist falsch. Soll ich etwa Italienisch singen, hä? Wie wär's mit Love Me Tender? Okay, mir reicht's jetzt. Hören Sie, Baxi oder wie immer Sie heißen, ich muss jetzt weg, Geld verdienen. Nein, warten Sie. Ich auch, Kathy. Cassie, hören Sie auf zu lispeln. Hilfe, ich bin hier! Hör nicht doch, warten Sie mal. Hast du Probleme? Wer ist da? Sind Sie das, Mr. Franco? Ja, natürlich, wer soll's denn sonst sein? Oh, Gina! Halleluja! Aber Sie sind ja gar nicht Mr. Franco. Ich bin's nicht, natürlich bin ich's. Ich meine, wollen Sie mir unterstellen, dass ich nicht weiß, wer ich bin? Ich bin Gina DeFranco. Oder etwa nicht? Ja, richtig. Oder auch Boom Boom DeFranco, so nennen Sie alle. Mann. Vanessas Mutter? Ihre Cousine. Vanessa hat mich gebeten, herzukommen und Ihnen zu sagen, dass die Arbeit erledigt ist. Sie können Bitte? Gehen. Ich dachte, Vanessa ist von ihrer Familie verstoßen worden, wegen des Vio Trizzi. Tja, sie hat mir leid getan. Wir standen uns immer sehr nah. Sie ist so gut wie mausetot. Sie war nie sehr lebendig. Sie sah als Kind schon aus wie eine Leiche. Wie kann ich sicher sein, dass Sie mich nicht anlügen? Sehe ich aus wie eine Lügnerin? Nein, aber dann will ich meine 500. Na also. Das wusste ich. Sie Betrügerin, sie hinterlistiges, kleines Luder. Ihre Karriere wird beendet sein, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich will jetzt sofort mein Geld. Hören Sie, Sie kriegen 2000 Dollar, wenn Sie diese Frau die nächsten 2 Stunden hier festhalten. 1000 sofort und 1000, wenn ich wieder da bin. Versuch, Nachtigall. Gut, aber es darf nicht zu lange dauern, sonst macht sich meine Mutter Sorgen. Das kriege ich. Moment mal, Winnie. Moment. Ich glaube das einfach nicht. Nein, hier, hey, meine warten Mutter Sie. Braucht das Geld. Hey, was soll das? Pfoten weg. Halt, okay. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Kennen Sie den Song? Love Me Tender. Die erste Liebe? Ja, die erste und die letzte. Nein, nicht die letzte. Noch nicht. Okay, die erste und die intensivste. Gut aussehend? Ja, das war er. Er war außerordentlich gut aussehend. Und er hat geschworen, er würde mich wegholen. Von wo wegholen? Von zu Hause. Celeste war schon ausgezogen. Und ich wollte auch endlich weg. Wieso?
weil ich damals das Gefühl hatte, ich würde zu Hause ersticken. Wie war sein Name? Wie hieß der Traummann? Roy. Aber es ging schief, oder? Er sagte, er würde mich zu seiner Frau machen. Das hat er gesagt. Ja, aber leider gab es schon eine Mrs. Roy. Wussten Sie das? Ja, ich wusste es. Er hat angekündigt, sich scheiden zu lassen und ich hab's geglaubt. Wir hatten verabredet, uns nach der Scheidung in diesem Hotel zu treffen. Also bin ich losgefahren, voller Erwartung. Und weil ich wollte, dass Emily nachkommt, habe ich ihr ein Ticket dagelassen. Ich wollte nicht, dass sie allein zurückbleibt. Ich dachte, sie könnte mit uns gehen nach Montana. Roy hatte angeblich eine Farm mit einem wunderbaren Blick auf die Berge. Das hätte ihr sicher gefallen. Aber Roy hat Nein gesagt. Ich konnte ihn nicht fragen. Und zwar, weil er nicht kam. Gut geraten. Und wieso kam er nicht? Weil er nie vorhatte, sich scheiden zu lassen. Das weiß ich nicht, weil ich ihn nie wieder gesehen habe. Nie mehr? Nein, er ging nach Montana. Und was mit seiner Frau passiert ist, kann ich nur vermuten. Vielleicht hat auch sie irgendwo auf ihn gewartet und ist am Ende genauso enttäuscht worden wie ich. Vielleicht wartet sie heute noch. Wie lange haben Sie hier ausgeharrt? Das kann ich nicht sagen. Ein paar Tage. Ganz allein mit meinen Koffern und Unmengen von Drinks. Sonst hätte ich das nicht durchgestanden. Ich war gezwungen, mir von Emily Geld zu borgen, um alles zu bezahlen. Und ich denke, es gab da noch jemand, irgend so einen Mann, an dessen Atem ich nicht erinnere. Vielleicht war es auch nur der Manager, der sehen wollte, was hier los ist. Wie hat Ihre Familie reagiert? Niemand hat etwas gesagt. Kein einziges Wort. So, dass ich das Gefühl hatte, als wäre das alles jemand anderem passiert. Als wäre meine Geschichte völlig uninteressant und gar nicht wert, berichtet zu werden. Vielleicht haben Sie nur deswegen nichts gesagt, weil es ohnehin nicht viel geholfen hätte. Ich bin wie eine Aufziehpuppe, die nur eine einzige Bewegung vollführen kann. Die sich dreht und immer weiter dreht, solange niemand sie anhält. Wie heute Nacht. Und wie war es heute Nacht? Es war jemand da. Das Warten hat sich gelohnt. Sie waren da. Können wir jetzt gehen? Ja, ich glaube schon. Ich soll keinen gut organisierten Haushalt haben? Ich verstehe nicht, wieso du dich so aufregst. Das verstehst du wirklich nicht? Ja, Madame. Nein, Madame, hör doch einfach weg, wenn sie redet. Kelly, sie hat mein Kind. Das steht gar nicht fest. Und wenn, dann weiß sie es vielleicht gar nicht. Ach komm schon, denkst du ernsthaft, es ist dir entfallen, dass sie nie ein Kind geboren hat? Ich könnte bei mir zu Hause sein, in meinem gut organisierten Haushalt, mit meiner Familie essen, wenn es diese Frau nicht gäbe. Und dann hat sie noch die Frechheit, mich zu beleidigen. Du hast zurzeit nicht den kleinsten Beweis in der Hand, falls du recht hast. Und wenn, denkst du etwa, die würden dann sagen, oh ja, hier ist ihr Baby, entschuldigen Sie bitte. Eine Frau ist tot, zwei Männer sind im Gefängnis. Und Cruz und Sandra wären auch beinahe draufgegangen. Du kriegst deine Chance noch, Eden. Im Moment ist es das Klügste abzuwarten, zu lächeln und die Suppe zu servieren, wenn man dich dazu auffordert. Das überlege ich mir noch, meine Liebe. Nein, meine Familie ist nicht aus Paris. Mein Vater war aber oft geschäftlich in Paris. Er hat doch eine Wohnung hier. Nimm doch Platz. Danke. Aber meine Eltern mochten Paris nicht. Wie dem auch sei, ich finde, ihr habt eine tolle Wohnung. Ja, Wohnungen wie diese gibt es in Kalifornien nicht. Das glaube ich gerne. Wunderbares Geschirr. Oh, es gefällt dir? Das freut mich sehr. Wir sammeln schöne Dinge. Wirklich? Wir sind ganz fernat in Antiquitäten. Aber natürlich nur nach ganz auserlesenen Stücken. Hollis hat ein sehr feines Stilgefühl. Ich werde dir nach dem Essen meine Bibliothek zeigen. Niemand bezweifelt dein Stilgefühl. Es geht dabei nicht nur um Stil, auch um Geld.
Aktien- und Börsennotierungen schwanken, aber der Wert von schönen Dingen wird niemals sinken. Das meine ich auch. Genau das hast du gesagt, als du dieses schöne Haus gekauft hast. Dieses Haus, ihr war sein Verlobungsgeschenk. Ach ja, na, die meisten Menschen schenken sich Ringe, aber Rick war schon immer sehr großzügig. Oh, Hollis hat einen Ring. Ja, und Rick hat ihn selber entworfen. Ach ja, den würde ich gern mal sehen. Hollis trägt den Ring nie. Nein, der ist einfach zu wertvoll. Ich habe immer Angst, dass mir jemand den Ring stehlen könnte oder dass ich ihn womöglich irgendwo verliere. Ich bewahre ihn im Safe auf und trage ihn nur zu speziellen Anlässen. Aber das heißt nicht, dass sie sich von ihm trennt. Sie hat den Ring immer mit, wenn wir verreisen. Nicht wahr, Hollis? Oh, dann Beth? Trägst du ihn den mit? Essig, bitte. Ich finde, an einen Schildkrötensuppe gehört immer eine Spur Essig. Fang doch an. Danke. Die Suppe ist völlig versalzen. Ach was, ihr Amerikaner habt nur grundsätzlich was gegen Salz am Essen. Nein, aber das ist das reinste Meerwasser. Ich verstehe das nicht. Ach, das passiert meiner Frau ständig. Was ist denn jetzt? Der Wein ist ungenießbar. Aber der stammt aus dem Weingut meines Vaters. Also ich glaube, ich hole was anderes aus dem Keller. Beth, bitte räumen Sie ab und bringen Sie uns frische Gläser. Das Dinner fängt nicht gerade sehr vielversprechend an. Nein, danke. Ich bin wirklich. Wenn dieser Kerl zudringlich wird, werde ich den Besitzer bitten, ihn an die Luft zu setzen. Ja, schmeißen Sie ihn raus. Ich will doch nur mit der Lady tanzen, damit der Laden hier ein bisschen in Bewegung gerät. Das ist alles. Sie können auch tanzen. Wieso nicht? Die Show hätte bereits vor einer Dreiviertelstunde anfangen müssen, wenn meine Uhr nicht falsch geht. Ich weiß, das alles steigert die Erwartung der Massen. Die Hälfte der Leute ist schon gegangen. Mrs. Asher. Ja. Würden Sie mir vielleicht die Ehre erweisen? Ja, aber natürlich, mit Vergnügen, wissen Sie mein. Armer Ehemann hat heute Mittag ein bisschen Sport getrieben und ich glaube, er ist immer noch außer Atem. Oh, der arme Fahrzeug ausklappert. Wie ich sehe, amüsieren Sie sich. Ja, das tue ich. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Sie waren nicht gerade sehr begeistert, als wir Sie abgeholt haben. Tut mir leid, das sind meine Hormone. Eigentlich sollte jemand wie ich wissen, was da auf einen zukommt. Fürchterliches. Oh nein, 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 doch nicht nur fürchterliches. Vorsicht! Bitte kein Wort über die Freuden der Mutterschaft. Das hasse ich. Okay, ich bedauere Sie zu bringen. Danke, genau das wollte ich hören. Ich wünschte, Sie wären in dieser Situation nicht allein. Ihr Wunsch könnte wahr werden. Sie sprechen wahrscheinlich von Dr. Clark. Oh nein, Scott hat kein Interesse mehr an mir. Es ist das Baby, was er will. Jedenfalls bildet er sich das ein. Er sieht sich schon ganz als fürsorglichen Vater. Und das gefällt ihm nicht, oder? Nein, denn er hat möglicherweise vor, das Sorgerecht für das Kind vor Gericht einzuklagen. Vielleicht sogar das alleinige Sorgerecht. Vielleicht sind ja die Motive, aus denen er handelt, aus seiner Perspektive verständlich. Aber ich will klare Verhältnisse und deshalb werde ich kämpfen. Falls Sie einen juristischen Rat brauchen. Also danke. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die meisten Richter Wert darauf legen, dass eine Mutter und ein Vater für das Kind sorgen. Das mag ja sein. Aber wenn, dann heißt der Vater des Kindes auf keinen Fall Scott. Ich hoffe nur, dass mein Tank nicht leer war. Na, dann wird Mason eben tanken. Für Sie scheint er ja fast alles zu machen. Vielleicht wäscht er gerade mein Auto, während wir beide uns hier unterhalten. Hier, ein Donut ist noch für Sie da. Oh, wenn Sie Kaffee und Donuts in Aussicht stellen, dann steckt sicher was dahinter. Ich wollte Ihnen ein wenig Zeit lassen. Ich weiß, danke. Mason hat großes Vertrauen zu Ihnen. Das ist gut. Denn viele Menschen, denen er vertrauen kann, hat er nicht. Mir geht es ganz genauso, wissen Sie. Ich habe mich oft gefragt, zu wem er geht, wenn er denkt, dass ich kein Verständnis für ihn habe. Und das denkt er sehr oft. Es war schwer für mich zu akzeptieren, dass er mit seinen Alkoholproblemen zu anderen geht und nicht zu mir kommt. Ja, das verstehe ich. Es war meine eigene Schuld. Ich habe nicht begriffen, was mit ihm los war. Ich wollte ihm helfen und konnte es nicht. Aber Sie konnten ihm helfen und dafür bin ich Ihnen dankbar. Ohne Ihr Beispiel hätte er es wahrscheinlich nicht geschafft aufzuhören.
Oh nein, bitte, ich glaube, da überschätzen Sie mich. Das glaube ich nicht. Und dass Sie auf Masons Hilfe angewiesen waren, besagt gar nichts. Irgendwann braucht er sie wieder. Und dann hoffe ich, dass Sie ihm helfen werden. Warum denke ich immer, dass Liebende irgendein Geheimnis haben müssen? Nein, das ist nicht der Punkt. Doch, das ist genau der Punkt, Julia. Denn irgendwas ist da. Vielleicht nur die Gewissheit, nicht allein zu sein. Aber ist das gar nichts? Nein, ist es nicht. Das ist wie mit dem lieben Geld. Erst wenn keins mehr da ist, merken wir, wie wichtig es ist. Ein paar Jahre lang hatte ich Geld. Das war ein merkwürdiger Zustand. So, als würde man auf dünnem Eis laufen. Und wussten Sie, dass das Eis Sie nicht halten würde? Es war mir von Anfang an klar. Verstehe. Auch wenn es naiv klingt. Aber ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann glücklich werde. Auf dem besten Weg dazu sind Sie ja. Ich glaube, es ist eine Frage der Geduld. Und wer weiß, vielleicht kommt das Glück schneller, als ich denke. Das Essen war vorzüglich, Hollis. Es ist leider nicht alles so gelaufen, wie ich es dachte. Du brauchst dich nicht bei ihm zu entschuldigen. Er hat schon schlechter gegessen. Bei uns zu Hause zum Beispiel. Mir hat es damals immer geschmeckt. Dann hast du offenbar einiges verdrängt. Naja, wie läuft das Polizeigeschäft, Cruz? Es läuft gut. Was bezahlen sie euch denn so? Sie bezahlen uns genug. Nun, du hast ja schließlich genug Geld in der Familie. Wie geht's Eden? Was meinst du bitte? Das haben wir wenigstens gemeinsam. Der Nachtisch kommt jetzt gleich. Beth? Entschuldige bitte, was haben wir gemeinsam? Ich sagte nur, dass wir uns wegen der Finanzen keine Sorgen machen müssen. Das entspricht doch der Wahrheit. Du siehst kaum aus wie einer, der finanzielle Sorgen hat. Na bitte? Das hattest du wohl nicht erwartet, was? Was machst du eigentlich? Alles. Alles. Geldanlagen, Termingeschäfte. Was du nicht sagst. Ja? So ist das. Klingt das so unglaublich? Das klingt überhaupt nicht unglaublich. Verhältnisse können sich ändern. Ob auch Menschen das können, ist die Frage. Was willst du denn damit sagen? Dass ich früher ein Schurke war und jetzt ein Schurke im Anzug bin? Gib's doch zu. Du bist erst dann zufrieden, wenn ich wieder auf die Schnauze falle und Pleite mache. Nur wenn das der Grund für deinen Besuch war, dann habe ich dich jetzt wahrscheinlich enttäuscht. Es tut mir leid, Hollis. Ich muss jetzt gehen. Ich frage mich, wieso du überhaupt gekommen bist. Weil ich eingeladen wurde. Wir sollten diesen unglücklichen Abend alle vergessen. Vielleicht kannst du uns ja noch mal besuchen. Nein, das wird leider nicht gehen, denn ich verlasse Paris morgen. Gute Nacht, kleiner Bruder. Bon voyage. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein. Das ist nur ein Stuhl. Muss das sein? Hören Sie auf zu zählen, Wanda. Hör zu. Es sind vielleicht nicht viele da, aber sie lieben dich. Woher weißt du das? Woher ich das weiß, weil sie immer noch da sind, weil sie jetzt über eine Stunde auf dich gewartet haben. Ganz einfach. Bist du fertig? Danke, dass du so viel Geduld mit mir hattest. Hey, ich habe schon viel länger auf dich gewartet, oder nicht? Meinst du, ich werde es schaffen? Ja, sicher. Sie werden dir zu Füßen liegen. Was ist, wenn nicht, wenn sie mich auspfeifen werden? Gina, ich verstehe dich wirklich nicht. Wieso sollten sie das und wie kommst du darauf, dass ich irgendeinem Rüpel erlauben würde, dich auszupfeifen? Bunny, vielen Dank. Gina, jetzt hör mal zu. Wenn du auf der Bühne stehst, dann lebst du deine Träume aus. Du gibst ihnen dein Allerbestes. Das ist das Einzige, was zählt. Vergiss das nicht. Danke, danke. Ladies and Gentlemen, Ihre Geduld mit uns, für die ich mich herzlich bedanke, wird gleich reichlich belohnt werden. Wir präsentieren Ihnen exklusiv zum ersten Mal heute Abend die fantastische, die multitalentierte und multiverheiratete. Wer war das? Ich will wissen, wer das war. Bunny, machen Sie einfach weiter. Sie Huhn. So eine Lady verdient Respekt, ist das klar? Und jetzt begrüßen Sie mit mir die fantastische Gina Timmons. Danke. Dir auch, Bunny.
Sie wissen gar nicht, wie viel es mir bedeutet, hier vor Ihnen zu stehen. Es kommt für jede Frau einmal die Zeit, wo sie alles hinter sich lässt, um ihrem Stern zu folgen. Wissen Sie, ich war schon als Kind eine kleine Träumerin. Meine Mutter hat mich oft gefragt, was willst du werden, wenn du erwachsen bist? Eine Ehefrau, habe ich immer gesagt. Aber bevor ich noch mehr Geheimnisse verrate, fange ich jetzt lieber an zu singen. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Yeah, they call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. You know that Wednesday is worse. Thursday's also sad. Das werde ich nicht, und du kommst jetzt mit. Los, komm! The eagle flies on Friday. Saturday I go out and play. I said the eagle. Was ist denn jetzt mit der Stimme passiert? Betrug! Frechheit! Vielleicht sollte ich sie sicherheitshalber nochmal anrufen. Sie liegt bestimmt schon im Bett und schläft. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ganz sicher. Weißt du, irgendwie habe ich heute Nacht eine ganze Menge dazu gelernt. Ich hatte furchtbare Angst, weißt du, Julia? So geht's wohl den Soldaten am Abend vor der Schlacht. Sie hören, wie der erste Schuss fällt und wollen sich nur noch verkriechen. Lisa ist da ganz anders. Sie hält durch bis zum bitteren Ende. Und gewinnt. Ich hatte auch Angst. Das nächste Mal haben wir keine Angst mehr. Hoffen wir das Beste. Etwas habe ich begriffen. Was? Dass Lisa nicht allein gewonnen hat. Sie hat zwar gesagt, sie wollte nicht, dass du sie findest, aber ich glaube, dass sie dich trotzdem genau deswegen angerufen hat. Sie hätte es auch allein geschafft. Sie sagt nein. Und ich glaube ihr. Weißt du, worin ihre eigentliche Stärke liegt? Ich kann es dir sagen. Lisa kommt wahrscheinlich ebenso leicht in die Versuchung, wieder zur Flasche zu greifen, wie andere auch. Ich würde sagen, ihre Stärke liegt in der Fähigkeit, um Hilfe zu bitten. Und darin, dass sie das akzeptiert hat. Könntest du auch zugeben, dass du Hilfe brauchst? Das ist sehr schwer zu sagen. Dieser Fall tritt vielleicht nie ein. Das hatte ich fast erwartet. Wann wirst du endlich zugeben, dass du nicht alles alleine schaffen kannst? Wäre denn das wirklich so furchtbar? Das ist völlig anders, als ich früher gedacht habe. Ach, wie meinst du das? Dass du jetzt fast alles über mich weißt. Was ich jetzt weiß, wusste ich schon immer. Dann bin ich jetzt dran zu fragen. Was meinst du, sollte ich über dich wissen? Dass ich immer zu dir halten werde, was auch geschehen mag. Was machst du hier? Hat dich jemand gehen sehen? Nein, sie sind alle schon im Bett. Willst du ohne ein Wort abreisen? Darling, das würde ich doch nie tun. Ich denke, du fliegst morgen, das hast das du doch gesagt. Das habe ich doch nur zu Rick gesagt, weil ich effektiver arbeiten kann, wenn er denkt, dass ich nicht in Paris bin. Was hast du denn gedacht? Dass du es für eine fixe Idee von mir hältst, dass das Kind Adriana ist. Oder dass du wütend auf mich bist, weil du meinst, ich würde mich zwischen dich und deinem Bruder stellen. Nein, nein, wir hätten uns auch so gestritten. Damit hast du doch nichts zu tun. Deinen kleinen Giftanschlag fand ich allerdings überflüssig. Wie bitte? Oh, Eden, für wie naiv hältst du mich? Denkst du wirklich, ich habe nicht gemerkt, was los war? Aber du kennst mich doch. Glaubst du, ich würde zusehen, wie diese Leute sich aufspielen? Leute, die unsere Tochter entführt haben? Hey, ich weiß. Er hasst dich. Keine Frage. Aber wie weit würde er gehen?
Der Punkt ist der, dass mein Bruder zwar glücklich wäre, wenn es mich nicht geben würde, er mich aber andererseits braucht, um etwas zu beweisen. Etwa, dass er besser ist als du? Dass er mehr Recht auf das hat, was eigentlich dir gehört? Wir müssen beweisen, dass Hollis den Ring hat. Wieso sollte sie so etwas tun? Sie ist doch gar nicht der Typ. Weil sie ihm hörig ist, deshalb. Sie würde alles für ihn tun. Wahrscheinlich hast du recht damit, also sei bloß vorsichtig, ja? Sie darf nie erfahren, wer du wirklich bist. Weißt du, manchmal, da möchte ich genau das dieser Frau ins Gesicht schreien. Schon gut, das werde ich nicht. Tja, ich verstehe das alles nicht. Dieser Kerl ist immerhin mein eigener Bruder. Der kleine Bruder. Wieso hat er diesen Hass auf mich? Ich meine, gute Freunde waren wir zwar nie, aber... Woher... dieser Hass...